Moin Moin, die Privat, meine Genossen. Ich bin der Waschenwurf, willkommen zurück zu Let's Play Gran Turismo 6. Also heute geht es natürlich weiter in der nationalen internationalen B-Liga. Natürlich hier wieder in der Japan-Tour mit unserem RX-7. Mit dem Brop. Warum Brop? Weil der Wankelmotor so ein Geräusch im Stehen macht, im Leerlauf. So, alles eingestellt, ne? Ja, eigentlich schon, ne? So, natürlich wieder mit dem fünffachen Anmeldebonus. Das bringt uns wieder schön gut Geld. So. Und Power. B. Non zu B. Das ist noch ein X7. So. Schnell SX. Nevo 6 und 2JZ sind da noch mit dabei. Oh. Schade, dass der Supra nicht detailliert ist in dem Spiel. Kreis leider kein Cockpit. Wir gehen schon wieder durchs Feld jagen, durchs Fahrerfeld. Oh. Lieber nicht auf die Curbs kommen hier auf der Strecke. Da. Also noch einer zum Überholen, oh, der den GTR fährt. Es wird kein Problem, den zu überholen. Das er macht zu. Dann überholen wir ihn einfach auf der anderen Seite. Scheiße. Das Problem mit dem Rechtslenker. Du kannst die linke Seite nicht so gut einschätzen. Vor allem, wenn man die ganze Zeit nur Linkslenker gefahren ist. Boah. Mal gucken, wie viel wir auf der Strecke schaffen werden. Ah, fast 280. Haben wir hinbekommen. Jetzt haben wir natürlich wieder 3 Runden freie Fahrt. Weil wir so ein OP-Auto hier gebaut haben. Ja. Oh. Ich komme hier schon wieder auf die Curbs, ey. Alter. Wo? Okay. Ich glaube schon, wir fahren wieder gegen die Wand. Sekunden Vorsprung, easy. Immerhin ist das hier eine einfache Strecke und eine recht kurze. Das müsste das nicht so lange dauern hier. Die 4 Runden. Jetzt sind wir noch die 2. Wieder ein bisschen draußen fahren. Sehr schön den Bremspunkt erwischt.
war. Nicht auf die Curbs fahren. Ich fahre immer wieder auf die Curbs, mein Gott, ey. Wow, okay. Genau deswegen sollte ich nicht auf die Curbs fahren. Sonst drehen wir uns. Die Strecke ist einfach nur geil. Die habe ich ja in Gran Turismo 3 übelst gesuchtet. So habe ich alle Strecken übelst gesuchtet. Vor allem das 100-Runden-Rennen. Auf dem Oval, ey. Mein 1000 PS Skyline. Den ich früher aufgebaut habe. Dann aus dem verkauft habe und dann noch einen aufgebaut habe, aber der dann nicht mehr so stark war wie der alte Skyline, den ich verkauft habe. So, letzte Runde. Power. Gegner haben einfach keine Chance. Und sehr schön genommen die Kurve. 27 Sekunden, easy. So. Jetzt noch hier durch die letzten Kurven. Jetzt sind wir mit dem vorletzten Rennen fertig. Oh, ich sollte auch mal vom Gas gehen. Vielleicht würde es ja auch mit dem Lenkrad besser gehen, wenn ich mit dem Lenkrad fahren würde. Ah nein, die Dinger, die sind so verdammt teuer, die Dinger von Thrustmaster. Wenn man ein ständiges Lenkrad haben will, muss man schon die über 100 Euro ausgeben, ja. Mein Gott, wie viele geile Japaner hier einfach in einem Rennen mitfahren. Boah, das ist auch wieder ein richtig geiles Bild. Zusammen mit dem Skyline. Da kommt jetzt noch ein Bild. Ein gutes. Ja, okay. So, ab zum letzten Rennen. 88.000 Kredits gibt es. Dank dem Anmeldebonus. Das ist sehr, sehr nice. Nachher, und es gibt neue Saisonveranstaltungen. Aber die werden wir natürlich nicht in dieser Folge machen. Vielleicht in der übernächsten. Keine Ahnung, mal gucken. So. Und noch ab zum Suzuka Circuit. Oder ist jetzt drin? Und die Musik muss natürlich wieder mit dabei sein.
Was fährt der Deutsche denn da für ein Auto? ZII von 2000. Komisch. Okay, was geht's? Okay. Wieder 4 Runden. Easy. Oh, die Strecke ist ein bisschen länger als die letzte. Oh, Alter. Darf ich mal vorbei, SDI? Okay. So. Junge, der Wagen, der fährt sich einfach nur geil. Richtig immer auf der Seite. Sehr schön. Ich liebe das Spiel einfach nur. Oh, der fährt ein Dings. Dings Nissan mit. Boah, wie heißt der nochmal? Auf jeden Fall saugeiles Auto da. Irgendwas mit AI. Das war auch mein Lieblingsauto in Gran Turismo 3. So, dann müssen wir uns unbedingt auch noch kaufen. Das muss ich auch noch gleich nachgucken, wie der nochmal heißt. Irgendwas mit R auf jeden Fall. Strecke ist auf jeden Fall länger als die vorige. Wo fahre ich denn lang? So früh eingelenkt, Alter. So 280 schaffe ich hier wahrscheinlich nicht auf der Geraden. Ne. Oh, 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 oh. Gut gerettet. Der Wagen nimmt die Kurven einfach so geil. Ist unglaublich. Ist halt ein Japaner, ist halt Mazda. Oh Gott, das war zu spät. Zu spät auf der Bremse, ist nie gut. Okay, das Rennen wird jetzt ein bisschen dauern. Oh, das war wieder schon fast zu spät auf der Bremse gewesen, ne? Ja, gerade noch so. Jawohl. Mal richtig die Schikane nehmen. Jawohl. Sechs Sekunden Vorsprung. Easy peasy, lemon squeezy. So, 2 Runden noch. Dann sind wir fertig.
der Japan-Tour. Boah, ich liebe diesen Streckenabschnitt einfach nur. Wow, da kam wieder das Heck. Jawohl. So, hier rum. Das war wieder knapp mit dem Heck. Die bekomme ich jetzt wieder was ins Auge. Jawohl. Zack. Zack. Und noch eine Runde. .207, boah, das war eine schnelle Runde. Denke ich mal. Jawohl. Na, ja, komm rum. Ne, okay. .39. Wir haben ordentlichen Vorsprung. Da können wir uns so oft drehen, wie wir wollen. Wir würden immer noch Erster werden. Yeah. So. Und Power. So, rum. Hier. Rum. Und noch über die Ziellinie. Und wir sind fertig. Jawohl. Easy peasy lemon squeezy. Oder halt hier. .92.000, jawohl. Wie schnell man Geld verdient in Gran Turismo, wenn man den 5-fach Anmeldebonus hat, ey. Sehr, sehr nice. So. Wir haben Missionsrennen freigeschaltet. Aber jetzt geht's erstmal zur Europa-Tour.
da dürfen wir ja nur mit europäischen Autos fahren, ne? Ja, ist klar. So, und wir haben ja eigentlich zwei neue europäische Autos bekommen. Aber den Scirocco R und den Mercedes. Und ich würde sagen, wir fahren mal mit dem Mercedes und bauen den noch auf. So, Reifen Sport weich. Das erstmal merken. Dann direkt die Reifen drauf bauen, wenn ich jetzt dingsen darf, danke. So, hast du Sportreifen weich drauf? Nein, du hast hart. So. Natürlich dann wieder so unverstellbare Aufhängung. Die Dinger werden jetzt auch irgendwie immer teurer. Natürlich Rennbremsen. Okay. Dann noch ein Getriebe, voll anpassbar natürlich. Drei Scheiben Kupplungssatz. Eine Carbon-Antriebswelle und ein mechanisches Diff. So, ich weiß nicht, ob wir unbedingt so viel Power reinbauen müssen. Alter, wie viel wiegt der Obe? Der wiegt 1,9 Tonnen. Okay, wir müssen unbedingt Gewicht sparen. So, das müsste reichen, wenn dann jetzt noch ein Auspuff. Und wir ein geiles Intro haben hier. Machen wir noch sowas. Ja, das reicht. Ich hoffe, ich habe den jetzt nicht so hoch getuned. Wenn ja, ist das scheiße. Ah, 540, scheiße. Wir haben 574, nicht gut. Da muss was raus. Kann ich die Dinger nicht wegmachen? Sie scheiße. Ein. Okay. Ein Gewicht raus oder Power raus? Den Auspuff möchte ich gerne drin haben. Müssen wir wohl Gewicht sparen. Okay. So, dann gucken wir uns mal den Wagen an. Haben du jetzt einen geilen Auspuff? Ich hoffe. Ich weiß, wir haben keinen Spoiler geguckt, aber der hat nur da vorne eine Lippe und die Felgen. Will ich, glaube ich, immer so lassen. Aber sieht doch nicht schlecht aus. Oh ja. Das sieht doch geil aus. Dafür liebe ich das Spiel. Dass wenn man einen anderen Auspuff einbaut, ändern sich auch die Auspuffe am Auto. Das ist einfach nur geil. Und sowas muss auch unbedingt in Forza 6 drin sein. Muss einfach. So, jetzt will ich aber doch andere Felgen haben. Mal gucken, was hier passen. Auf jeden Fall nicht. Mal gucken, ob wir auch solche mehrspeichigen nehmen. Wir nehmen wieder solche. Die sehen wie auf jedem Auto einfach nur geil aus. Obwohl die eigentlich auch gehen. Was sind eher solche komischen, keine Ahnung. Möchte gern Tuner-Felgen, würde ich mal sagen, keine Ahnung. Der hat solche übelst viele Speichen, hat er da drauf. Dann würden die eigentlich passen, aber. Oder solche. Thank you.
glaube, ich nehme die. So. Haben wir noch ein paar gute Felgen. Ja, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Oh, jetzt ist der Hardtop drauf. Und wir haben Schnellverschlüsse auf der Orbe. Aber die Felgen sehen doch gar nicht mal so schlecht aus. So, jetzt können wir den Wagen noch einstellen. So. Aufhängung. Ich will den. Na. Ich will den tief. Machen wir mal auf 80. Aber nicht so tief. Machen wir einfach mal 10 mm tiefer. Und noch den Radsturz einstellen. Okay, Getriebe. 360 ist schon eingestellt. Alter, warum ist der. Der hat denn nur 5 Gänge? Okay. Na komm, lassen wir auf 360. Dann war es das hier. Und komm, ja, wir fahren noch das erste Rennen hier. Also, alles viel. Okay, die Strecke ist nicht wirklich lang, ne? Na komm, auf geht's, Attacks. Fahren wir das erste Rennen und dann in der nächsten Folge natürlich wieder die letzten beiden. Okay. So, der Wagen hat jetzt einiges Power auf der Hinterachse. Immerhin regnet es nicht. Also die Regenrennen werden noch kommen. Hoffe ich mal. So, da sind wir drin. Hardtop ist drauf. Wir haben Automatikgetriebe drin. Okay, man merkt, dass der Wagen verdammt schwer ist, ey. So. Oh ja, fährt sich gut. Das war sehr überraschend. Wow. Da ist ja die KI gerade aufs Gras gekommen. Okay, da komme ich nicht zwischendurch. Ey, du dreckiger Jaguar. Alter, ich habe gedacht, das wäre der erste, aber das war nur der zweite. Der erste ist noch ein bisschen weiter vorne. Ah, der dich hole ich mir noch. Pfeiffer. Keiner entkommt mir. Nicht den COD und auch nicht hier in Gran Turismo oder Forza. Obwohl in Forza war das ja in den letzten Wochen ein bisschen anders. Du fette Sau von Mercedes, Alter. Du musst ja unbedingt 2 Tonnen wiegen, ey. Schon. Er ist nicht weit weg. Ich glaube, ich hack mir gleich irgendwas ab, weil ich schon wieder so viele Fehler mache.
So. Volle Konzentration hier. Keine Fehler mehr machen. Wir sind an ihm dran. Am Pfeifer. Was fährst du denn da? Ist das ein Lotus? Lotus Esprit oder nicht? Ja. Fährt hier einfach mal mit seinem Esprit. Oh Gott! Ach ey, ich hau die so von der Strecke, du dreckiger Jagon. So, aus dem Weg, ey. Ich verkaufe den Mercedes gleich. Gut. Okay, ich fliege gleich in der nächsten Kurve wieder raus. Gut. So, jetzt noch die Runde und dann sind wir fertig. Nicht wieder rausfliegen? Okay. Mann, oh Mann, ey. Schon wieder so ein Rennen hier. So. Fährt sich doch eigentlich recht gut. Das waren dann natürlich meine Fehler, dass ich da von der Strecke geflogen bin. Ah. Boah. So. Es ist drin gewonnen. Mehr oder weniger fair. Aber Sieg ist Sieg und Loch ist Loch. So. Dann show me the money und die Sterne. 86.000. Gut. Mehr Kaffeepause aus dem freischaltet, aber ist die scheißegal. Denn ich würde jetzt an dieser Stelle sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Gran Turismo 6. Das wird Daniel.